Wort Falle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als Rechtsanwalt ist mir eins von Anfang an immer klar gewesen: In kritischen Situationen ist der Blick ins Gesetz notwendig. Wir können ganz schnell den Weg für Neuwahlen freimachen. Wir können auch durchsetzen, dass der Bundestag etwas beschließen kann. Es gibt zwei einschlägige Artikel. 67. Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Misstrauen nur dadurch aussprechen, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Also, wenn es jetzt so ganz dringlich ist bei der CDU, dann schlagen Sie den März vor, sobald es geht, in der nächsten Parlamentssitzung, und dann schlagen Sie ihn vor. Und wenn er dann die Mehrheit in diesem Hause kriegt, dann ist er der neue Bundeskanzler. Und ich sage Ihnen eins: Von mir kriegt er nie eine Stimme. Wer bei BlackRock tätig war und Taurus auf die Ukraine schicken will, der kann irgendwo hingehen, aber nicht hier in diesem Land Bundeskanzler werden. Und das sage ich auch den Leuten. Punkt 2, Artikel 68. Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident Vorschlag des Bundeskanzlers Auflösung, wenn der das auflösen. Das heißt, dann kommt erst mal noch der Bundespräsident ins Gespräch. Und Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass man den Bundespräsidenten. Herr Faller, Ihre Redezeit ist vorbei. Wenn Sie wollen. Es geht nach dem Gesetz nicht so, wie und Sie es wollen. Wer hier Kanzler stellen will, der Herr muss Faller einen Antrag hier einbringen. Das ist die Antwort auf diese Frage. Und wir halten Herr uns Faller, an dieses vielen Dank. Grundgesetz Ihre Redezeit und an nichts, ist jetzt vorüber. Anderes. Und der letzte Redner in der Debatte ist für die SPD-Fraktion Dr. Johannes Fechner.